Auf einer meiner Reisen begegnete mir eine Frau, deren authentische Begeisterung für das Thema Einhörner mich berührte und neugierig machte. Das war einer der berührendsten und unglaublichsten Momente, die ich bisher erleben durfte. Ich muss wirklich sagen, bis zu diesem Moment, bis zu diesem Erlebnis, waren Einhörner für mich nicht existente Fabelwesen. Das ist eine spannende Geschichte. Die Engel waren schon länger in meinem Leben, aber ich denke, etwa vor 6 Jahren tauchte dann plötzlich auch ein Einhorn an meiner linken Seite auf. Ich habe begonnen, ursprünglich Engel zu malen durch ein Erlebnis, was mich sehr berührt hat. Und in den ersten Bildern tauchten dann auch Einhörner auf. Meine Recherchen ergeben, dass das Einhorn als Fabelwesen schon seit Jahrtausenden im Bewusstsein der Menschen existiert. Wofür aber steht es? Was ist seine spirituelle Bedeutung? In the time of Atlantis, everybody had a unicorn. They worked with them, they spoke to them, they connected with them. Now at last, for the first time since Atlantis, enough people have raised their frequency that the unicorns can come back. Da habe ich eine ganz starke leuchtende Kraft an meiner Seite gespürt, die mir in dem Moment sehr viel Energie, sehr viel Schutz und sehr viel Liebe gegeben hat. Und es fühlt sich heute so an, als hätte ich in dieser Nacht 2 weitere Herzen geschenkt bekommen, die mit einem Gedankenanstoß zu schlagen beginnen. Begonnen hat es nachvollziehbar etwa vor 5000 Jahren. Da entstanden große Menschheitsgeschichten, sogenannte Epen, im indischen Raum. Und so tauchte das Unicornus oder Monoceros tatsächlich auch in der Bibel später auf. Und die Christen haben das dann so gedeutet, dass das Einhorn nur von Maria gefangen werden kann, weil sie die reine, klare Jungfrau ist. Ja, im 16. Jahrhundert hat man dieses Symbol verboten. Aber wenn es eine Herde bildet, dann kann es auch die Situation umkehren, dann kann es Stärke entwickeln und gemeinsam können die Einhörner dann den Stier ins Meer treiben. Die Einhörner kommen aus der 7. Dimension und wir nähern uns immer mehr den höheren Dimensionen an durch die Lichtfrequenzerhöhung der Erde. Because unicorns can heal, of course, because any being of the 7th dimension and beyond can heal. They're here to help us with enlightenment. In other words, to bring our energy, our consciousness to such an expanded level eventually that we understand and are connected with everything, with all that is. Wenn dich einmal der Himmel berührt, dann gibt's kein Zurück mehr. Kann ich nur sagen, mit den Engeln und den Einhörnern lässt sich alles noch leichter meistern.